Heute hört ihr das Märchen von der Tochter der Blumenkönigin. Das ist ein armenisches Buch und ist ebenfalls aus dem Märchenbuch Die Wunderblume. Es war einmal ein Königssohn, der ritt eines Tages hinaus auf die Jagd und gelangte mitten auf einer endlosen Wiese an einen langen, tiefen Graben. Er hielt sein Pferd an und wollte schon umkehren, als er im Graben jemanden wimmern hörte. Er stieg vom Pferd und schritt in den Graben hinein. Da fand er eine alte Frau, die ihn bat, er möge sie aus dem Graben heben. Der Königssohn stieg in den tiefen Graben hinab und holte die Alte heraus. »Wie seid ihr in den tiefen Graben hineingeraten?« fragte der Königssohn. »Oh, mein Gott«, sagte die Alte, »ich bin eine sehr arme Frau und machte mich gleich nach Mitternacht auf den Weg in die Stadt, um Eier zu verkaufen. Da verfehlte ich im Dunkeln den Weg und fiel in diesen tiefen Graben. Gott segne euch, Gott segne eure Herrlichkeit.« Da sagte der Königssohn, »ihr könnt kaum gehen, ich will euch auf mein Pferd setzen und nach Hause führen. Wo wohnt ihr?« »Dort am Rande des Waldes, in jener kleinen Hütte«, versetzte die Alte. Der Königssohn hob sie auf sein Pferd, und bald gelangten sie vor der Hütte an, wo die Alte abstieg und zum Königssohn sprach. »Wartet nur ein wenig, ich will euch etwas geben.« Und sie ging in ihre Hütte hinein, woher sie bald zurückkehrte und zum Königssohn sprach. »Du bist ein großer Herr und hast doch ein gutes Herz, das wert ist, belohnt zu werden. Willst du das schönste Weib der Welt zur Gattin haben?« »Ja«, antwortete der Königssohn. »Das schönste Weib der Welt ist die Tochter der Blumenkönigin, die einen Drache gefangen hält. Willst du sie zur Gattin haben, so musst du sie aus der Gefangenschaft befreien, und dabei will ich dir helfen. Ich gebe dir dieses Glöcklein. Wenn du einmal damit läutest, so erscheint der Adlerkönig. Und wenn du zweimal läutest, so kommt der Fuchskönig. Und wenn du dreimal läutest, der Fischkönig. Diese werden dir in der Not beistehen. Und jetzt lebe wohl und Gott segne deine Fahrt.« Sie übergab ihm das Glöckchen und verschwand samt der Hütte. Es schien, als hätte sie der Erdboden verschlungen. Nun wusste der Königssohn, dass er mit einer guten Alten gesprochen hatte, mit einer Zauberin. Und nachdem er das Glöcklein wohl verwahrt hatte, ritt er heim und sagte seinem Vater, dass er die Tochter der Blumenkönigin freien wolle und morgen hinaus in die Welt reise, sie zu suchen. Der Königssohn bestieg also am nächsten Morgen sein edles Pferd und verließ seine Heimat. Ein Jahr lang hatte er schon die Welt durchzogen. Sein Pferd war inzwischen gestorben und er selbst litt an Mangel und Not. Da erreichte er eines Tages eine Hütte, vor welcher ein uralter Greis saß. Der Königssohn fragte ihn: »Weißt du nicht, wo der Drache wohnt, der die Tochter der Blumenkönigin gefangen hält?« »Das weiß ich nicht«, antwortete der Greis. »Aber gehe ein Jahr lang diesen Weg geradeaus weiter, dann wirst du eine Hütte erreichen, in welcher mein Vater wohnt. Der wird es dir vielleicht sagen können.« Der Königssohn bedankte sich für die Auskunft und zog ein ganzes Jahr lang den Weg weiter und erreichte endlich eine Hütte, vor welcher ein uralter Greis saß. »Weißt du nicht, wo der Drache wohnt, der die Tochter der Blumenkönigin gefangen hält?« »Das weiß ich nicht«, antwortete der Greis. »Gehe ein Jahr weiter diesen Weg, gerade weiter, gerade weiter, geradeaus, und dann wirst du eine Hütte erreichen, in welcher mein Vater wohnt. Der wird es dir sagen können.« Und so wanderte der Königssohn noch ein ganzes Jahr weiter auf demselben Wege, bis er die Hütte erreichte, vor der ein uralter Greis saß, dem er sein Begehren vortrug. Der Greis antwortete: »Der Drache wohnt oben auf dem Berg und hält dort 7 Jahre Jahresschlaf. Ein Jahr lang ist er wach, ein Jahr lang schläft er und so weiter.
Gestern hat er einen Jahresschlaf begonnen. Willst du aber die Tochter der Blumenkönigin sehen, so gehe auf den zweiten Berg. Dort wohnt die alte Drachenmutter, zu der die jeden Abend die Tochter der Blumenkönigin auf den Ball geht. Der Königssohn ging also auf den zweiten Berg, wo er ein goldenes Schloss mit diamantenen Fenstern erblickte. Er wollte gerade durch das Tor in den Hofraum treten, als 7 Drachen auf ihn losstürmten und ihn fragten: »Was suchst du hier? Was suchst du hier?« »Ich habe von der großen Schönheit und Güte der Drachenmutter gehört«, antwortete der Königssohn. »Und ich möchte gerne bei ihr in den Dienst treten.« Diese schmeichelhafte Rede gefiel den Drachen, und der Älteste von ihnen sprach: »Komm also, komm mit, damit ich dich zur Drachenmutter führe.« Sie traten in das Haus ein und schritten durch 12 prachtvolle Säle, in welchen alles aus Gold und Diamanten war. Im 12. Saal saß auf einem diamantenen Throne die Drachenmutter. Sie war das hässlichste Weib, das die Sonne je beschienen hat, und sie hatte 3 Köpfe. Der Königssohn erschrak gewaltig vor ihrer Hässlichkeit, besonders als sie mit einer Stimme, die einem Rabenkrächzen von 70 Raben glich, fragte: »Warum bist du hierher gekommen?« »Ich habe von deiner großen Schönheit und deiner Güte gehört«, antwortete der Königssohn. »Und ich möchte gerne dein Diener werden.« »Ach so, so«, sagte die Drachenmutter. »Ja, aber wenn du mein Diener werden willst, so musst du auch vorerst meine Stute 3 Tage lang hindurch auf die Weide führen und hüten. Doch bringst du sie nur einmal nicht heim, so fressen wir dich auf.« Der Königssohn versprach es zu tun und führte die Stute hinaus auf die Weide. Doch kaum war er auf der Wiese angelangt, so verschwand die Stute. Vergeblich suchte er sie überall, er fand sie nirgends und saß auf einem Stein. Über sein trauriges Los nachdenkend, sah er in der Ferne einen Adler fliegen. Da fiel ihm sein Glöckchen ein und er läutete einmal damit. Gleich darauf rauschte es in der Luft und der Adlerkönig ließ sich vor ihm nieder. »Ich weiß, was du von mir haben willst«, sprach der Adlerkönig. »Du suchst die Stute der Drachenmutter, die sich oben in den Wolken herumtreibt. Ich werde alle Adler aussenden, damit sie dir die Stute einfangen und sie dir bringen.« Hierauf flog der Adlerkönig von dannen. Gegen Abend hörte der Königssohn gewaltiges Rauschen in der Luft, und als er aufwärts blickte, da sah er, wie viele tausende Adler die Stute heranbrachten. Sie ließen sich vor ihr nieder und übergaben ihm das Pferd. Der Königssohn bedankte sich und ritt nun heim zur Drachenmutter, die voll Verwunderung zu ihm sprach. »Heute ist es dir gelungen, die Stute heimzuführen. Als Sohn dafür darfst du am Ball teilnehmen.« Sie gab ihm hierauf einen kupfernen Mantel und führte ihn in einen Saal, wo viele Drachenjünglinge und Drachenfräulein tanzten, aßen und tranken. Dort war auch die wunderschöne Tochter der Blumenkönigin. Ihre Kleider waren aus den schönsten Blumen der Welt gewebt, und wenn sie lachte, so lachte sie Rosen und Jasmin. Als der Königssohn mit ihr tanzen durfte, flüsterte er ihr zu: »Ich bin gekommen, um dich zu befreien.« Da sagte die wunderschöne Jungfrau zu ihm: »Wenn es dir gelingt, auch am 3. Tage die Stute heimzuführen, so verlange von der Drachenmutter ein Füllen von dieser Stute.« Der Ball war um Mitternacht zu Ende und am nächsten Morgen führte der Königssohn die Stute der Drachenmutter wieder auf die Weide. Aber sie verschwand wieder aus den Augen und ward nicht mehr gesehen. Da nahm er sein Glöckchen hervor und läutete 2-mal. Gleich darauf erschien der Fuchskönig und sprach: »Ich weiß schon dein Begehr
und werde gleich alle Füchse aufbieten, damit sie die Stute herbeiführen, die sich in den Bergen versteckt hat.« Hierauf verschwand der Fuchskönig, und gegen Abend brachten viele tausend Füchse die Stute heran. Der Königssohn bedankte sich und ritt nun heim zur Drachenmutter, die ihm einen silbernen Mantel gab und ihm erlaubte, am Ball teilzunehmen. Die Tochter der Blumenkönigin freute sich gar sehr, als sie ihn wieder sah. Als sie miteinander tanzten, flüsterte sie ihm zu: »Wenn es dir auch morgen gelingt, die Stute heimzuführen, so erwarte mich mit dem Füllen dort unten auf der Wiese. Nach dem Ball fliehen wir von dannen.« Am dritten Tag führte der Königssohn die Stute wieder auf die Wiese, aber auch dieses Mal verschwand sie. Da nahm der Königssohn sein Glöcklein hervor und läutete damit dreimal. Sogleich erschien der Fischkönig und sagte zu ihm: »Ich weiß schon, was du willst, und werde alle Fische aufbieten, damit sie die Stute herbeiführen, die sich in dem Flusse versteckt hat.« Gegen Abend erhielt auch richtig der Königssohn die Stute wieder, und als er heimkehrte, sprach die Drachenmutter zu ihm: »Du bist ein braver Junge und sollst mein Leibdiener werden. Was soll ich dir als ersten Lohn schenken?« Der Königssohn erbat sich ein Füllen von der Stute, das ihm die Drachenmutter auch gab, und obendrein noch einen goldenen Mantel, denn sie hatte sich in den Jüngling verliebt, weil er ihre Schönheit gelobt hatte. Am Abend erschien er in dem goldenen Mantel zum Ball, und bevor das Fest zu Ende war, schlich er in den Stall, setzte sich auf sein Füllen und ritt hinaus auf die Wiese, wo er die Tochter der Blumenkönigin erwartete. Gegen Mitternacht erschien die wunderschöne Jungfrau, und der Königssohn hob sie vor sich auf sein Pferd, und flugs wie der Wind ging es dem Palaste der Blumenkönigin zu, den sie auch glücklich erreichten. Aber die Drachen hatten ihre Flucht bemerkt und weckten den Bruder aus dem Jahresschlafe. Brüllend rückten sie nun heran und wollten den Palast der Blumenkönigin stürmen. Aber die ließ sogleich einen himmelhohen Wald ringsherum emporwachsen, den kein Wesen durchdringen konnte. Und so mussten die Drachen unverrichteter Dinge wieder abziehen. Als nun die Blumenkönigin hörte, dass ihre Tochter die Gattin des Königssohnes werden solle, sprach sie: »Gerne willige ich in eure Hochzeit ein. Doch nur im Sommer darf meine Tochter bei dir weilen. Im Winter aber, wenn alles tot ist und der Schnee die Erde bedeckt, muss sie bei mir unter die Erde im Palast, damit ich nicht einsam und trostlos den Winter zubringen muss.« Der Königssohn willigte ein und führte seine wunderschöne Braut heim, wo die Hochzeit gehalten wurde. Das junge Paar lebte glücklich miteinander, bis der Winter kam. Dann schied die Tochter der Blumenkönigin und zog heim zu ihrer Mutter. Im Sommer kehrte sie zu ihrem Gatten zurück und blieb dort bis zum Eintritt des Winters. Dies geschah so ihr Leben lang, und alle lebten stets glücklich miteinander. Und damit ist dieses armenische Märchen zu Ende.